Nee. Gerd ist meine Mutter. Aber meine Arbeitskollegen hatten alle Minjad schon mal ausprobiert. Aha. Naja. Das war mir eigentlich nichts Neues, also. Deswegen sagt sie, heute probiere ich mal. Jetzt hab ich das verstanden. Wenn es einkaufen geht oder was? Das Dumme ist, das muss ich mir mal jetzt kurz notieren, die Stelle, weil jetzt möchte ich wenigstens den Namen auspiepen. Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen verquatscht. Zettel habe ich. Fehlt mir bloß noch ein Stift. Ja, wie machst du jetzt haben wir den. Also, wir piepen den Namen aus, den ihr jetzt gerade ausgepiept gehört habt. Genau, den piepen wir gerade noch aus. Ja, den piepen wir jetzt gerade aus. Genau, Moment, ich muss schreiben. Das dauert immer ein bisschen bei mir. Hab's erst neu gelernt. Du hast das Schreiben jetzt gelernt? Ja. Das weiß ich, jetzt haben wir vielleicht 5 Minuten aufgenommen, wa? Und schon hast du kein Schreiben mehr. Kannst du nicht mehr schreiben. Und du weißt, ein doofer Satz, so. Ja, ich weiß. Naja, ach du, komm, du kannst nicht sprechen, ich kann nicht schreiben, wir ergänzen uns, Punkt. So. Weiter geht's, ich bin wieder da. Na, ich bin ins Wasser gefahren. So, jetzt haben wir wieder mal anständige Musik. Ja, die passt auch gerade zum Brückenbau. Ja. Ja, also, ja, ist halt die Mutter an ganz verschiedenen vielen Firmen immer unterwegs gewesen, auf Montage oder so, keine Ahnung. Hätte man Inspiration gewundert, gesammelt. Warum die überhaupt auf Montage muss. Und das nur für einen Tag? Für ein paar Stunden. Für ein paar Stunden nur. Naja. Deswegen wollte sie den Film die Wanderhure immer gucken. Natürlich, hat man so in Großbetrieben, wird es das dann auch mal ein bisschen länger werden. Ja, da dauert es halt ein bisschen. Wenn es ja mal zum Beispiel in Wolfsburg oder sowas ist, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja, oder lass sie mal in den Knast gehen. Ich denke, da hat es ein bisschen zu tun. Also wir reden hier von Lebensmittelverkaufen. Ja. So Frischfleisch. Warte mal, wie hab ich denn... Ja, ich bin jetzt so voll da drüber zu schwimmen. Ich weiß jetzt nie, was von ich jetzt dachte. Frischfleisch? Fleisch? Fleisch, ne? Frischfleisch. Frischleich. Frischleisch? Ja. Eher beim Fischer, aber egal. Ja. Ah, was hab ich denn jetzt? Ich hab da... Ich hab heute live gesehen, wie ein Fisch in meinem Aquarium einen anderen umgebracht hat. Was? Ja, jetzt habe ich es live gesehen. Was, richtig umgebracht? Ja. Das nicht war gemeiner Meuchel. Ja. Das ist ein Mörder? Ja. Wann denkst ist die Gerichts... Machst du eine Gerichtsverhandlung, oder? Nee, zuständige Fischeramt wollte nie. Achso, die kehren das wieder unter den... Unter den Tisch. Ja. Unter Kiez. Unter den Kiez? No. Ja, wir nehmen heute wieder Wörter, die überhaupt keine Bedeutung haben, Kartoffel. Und so, da ist schon der erste Stack verbraucht. Auch bei mir auch. So schnell? Ja, also ein Packen, sag schon. Ein Packen. Ein Stack Mauern ist schon wieder weg, ne? Ein Stack Mauern. Ne? Na gut, 2 habe ich jetzt gerade noch, aber die verbrauche ich jetzt gerade gleich. Nein, du hast mich angelogen. So wie du stehst und ständig. Nein! Das war jetzt gleichzeitig die Antwort und einfach mal nebenbei ein bisschen, weil ich wieder einen Fehler gemacht habe. Nebenbei wieder ein bisschen rumheulen. Ja. Ja, das ist mir ja so von mir gewöhnt. Also wir haben das letzte Mal extrem viele Folgen. Ist mir dann beim Schneiden erst aufgefallen, wenn man so mitten im Thema ist, fällt ihm das gar nicht auf, dass das so ewig ging. Ewig bei dem Thema Kinderlieder, Serien da gewesen. Entschuldige ich mich dafür. Ach, wo wir so schön gesungen haben? Ja, da waren wir ewig an diesem Thema. Ja? Da waren bestimmt 3-4 Folgen weg. Ja, ich meine, das ist auch ein schönes Thema. War es auch, ja, aber ich fange heute nie wirklich nochmal damit an. Da gibt es noch so viele andere Themen. Es ist aber wirklich ein sehr schönes Thema. Ja. Wir reden jetzt einfach über das Thema Thema. Ja, Thema. Thema, Thema. Ja? Alles auf der Welt spielt hat immer irgendwas mit einem Thema zu tun. Das stimmt. Auch egal, wo du bist, du hast immer ein Thema. Das merkst du eigentlich... Na, generell, du merkst es nur nie immer. Wenn, manchmal ist es so Standard, dass es... Du brauchst ja auch ein Thema, um überhaupt mit Leuten zu reden. Ja, das ist richtig.
um überhaupt eine oder Konversation zu führen, brauchst du erstmal ein Thema. Ja, oder einen Monolog zu führen. Selbst um einen Monolog zu führen, brauchst du ein Thema. Weil, wieso redest du denn sonst mit dir selber? Du hast halt aber wieder Scheiße gekocht. Aha, Thema Kochen. Ja, also brauchst du immer ein Thema. Ja, selbst das ganze Leben spielt um ein Thema. Um das Thema Thema. Also ist das Leben nie sogar ein Thema? Das Thema Leben? Thema an sich ist schon ein Leben. Also kannst du... Also bestehen wir alle aus einem Thema. Also wir bestehen alle aus Leben. Und schau mal, im Let's Play hast du immer ein Thema. Ja. Und wenn es das Thema Thema ist. Ja, aber wir haben ein Thema. Na, oder wenn die Eltern dich damals oder heute noch immer anschnauzen, dann hat das einen Grund. Nämlich ein Thema. Zu einem bestimmten Thema. Mensch, oh mein ist das Gott. Hochtrabend heute, dieses Thema. Thema ist Thema. Jetzt habe ich doch wieder eins zu weit gemacht. Ja, da bist du heute Abend Thema. Ja, ich glaube auch. Das ist auch so ein geiler Spruch gewesen. Heute bist du Thema. Das hatte ich schon, ja. Ja. Nee, ich hatte das nie. Naja, gut, bei meiner Mutter, wisst ja. Ja, stimmt. Ihr kennt sie ja jetzt alle. Den Gerd. Nee, die Gerd. Die Gerd. Mit der weiblichen Stimme. Ich bin mal gespannt, wie du die Folge dann nennen wirst. Keine Ahnung, Gerd das Brot? Gerd das Brot? Wie hieß denn der? Bernd hieß der. Eigentlich ja. Gibt's das noch? Ja. Das läuft es inzwischen um welchen Dieben wie der Leibniz-Keks, oder war das? Oder Basel-Keks? Ne, was war denn das für ein Keks, den sie geklaut haben? Ich glaube, der Leibniz-Keks wurde geklaut von dir. Von jemandem. Hm. Das durfte ich jetzt nie sagen. Entschuldigung, muss ich wahrscheinlich wieder was rauspiepen? Ich hab's jetzt nicht mal verstanden, was du sagen wolltest. Na, dann ist ja gut. Ich hab aus Versehen beinahe ausgeplappert, dass... Weil du das ja damals mit dem Keks warst. Ach so. Naja, das darfst du wohl nicht sagen, also. Nee, Marion, deswegen piep ich das jetzt aus. Piepst du das schon wieder aus? Also wir piepen jetzt diese Aufnahme eigentlich nur aus. Eigentlich am Ende können wir das ganze Thema auspiepen. Ich zeig euch jetzt mal, wie man alles piept. So, ich denke, das reicht. Piepst du selbst die Musik aus? Ich habe jetzt gerade alles ausgepiept, ja. Also selbst die Musik? Ich habe kurzzeitig alles ausgepiept, ja. Das ist ja ein dauerhaft Piepen dann nur noch. Ja, kann man so sagen. Muss man halt auch mal machen. Weil ich habe dich jetzt gerade auf stumm geschaltet und darum habe ich das Piepen nicht gehört. Ach so. Naja. Ist ja egal. Wird schon werden. So, ich bin jetzt hier und ich muss aber hier hin. So, da sind wir ja bald durch. Problem ist, dann habe ich schon wieder keine. Oh, krass, ey. Ja, bitte? Hatten wir Dings noch? Hatte mal Halle? Was? Was ist das Thema jetzt? Ja, ich wollte fragen, ob du... Was? Hatte mal Halle? Ja, ich... Warte. Nee, ich kann Halle, Halle. Ja, Halle. Du fährst auch gleich mal nach Halle. Warst du schon mal in Halle? Ja. Du auch? Und schön dort? Nö. Bin schon mal durchgefahren. Und schön dort? Nö. Ich hasse Halle. Ist wie eine große Halle oder was? Na klar. Halle ist wie eine große Halle. Ja gut. Ich meine, wir haben in der Nähe hier eine gelbe Halle. Oh, da freue ich mich. Die ist schön, die gelbe Halle. Die ist super. Ihr werdet bald erfahren, warum. Oder auch nicht. Ihr werdet den hier rauskriegen. Das ist ein Lieferant von uns. Mehr können wir nie sagen. Ja. Sonst kauft die Torte lieber uns. Das war jetzt Tipp genug, hoffe ich. Anspielung. Das war jetzt Tipp genug, hoffe ich. Wer uns vom letzten Jahr noch kennt, der weiß Bescheid. Der kann sich vielleicht zumindest was denken. Oder auch nie. Oh, das ist ja auch hübsch. Jetzt habe ich ja das. Letztes Mal haben wir doch... Wir waren doch letztes Mal schon mal dort und da wurden wir doch rausgeworfen fast. Ja, weil es so spät war, ne? Da haben sie das Licht ausgeschaltet, während wir drinnen waren. Deswegen hätten wir wahrscheinlich als erstes dahin machen müssen. Das stimmt. Es sei denn, ich krieg die Öffnungszeiten noch raus. Aber das die ist haben kein Ding. Bestimmt eine Internetseite. Oh ja, bestimmt. Aber irgendwo wird das schon verzeichnet sein.
Apropos, es wird gezeichnet sein. Töff. Ah, jetzt habe ich falsch gedacht. Aha. Naja, anderes Thema. Immer 1, 2, 3. Ich brauche, eine Seite muss länger sein. Das wird die sein. Hä, hey, wieso setzt denn das dorthin? Doof oder was? Wer? Das Ding hier. Ich sehe es nicht. Ich habe auf eine ganz bestimmte Stufe gezeigt. Ha? Und irgendwie hat es das in eine andere gestellt. Und ich schnüschel gerade über das. Also, ich weiß nicht, warum ich schnüssel. Aber es macht gerade einen übelsten Spaß. Schnüssel, oder was? Ich schnüssel? Ha? Du hast einen Nüssel. Drüssel am Wischel-Dischel. Du hast eine Drücklampe auf dem Tisch. Richtig. Soll ich? Falsch. Also richtig, richtig. Richtig, richtig falsch. Richtig, richtig falsch? Richtig, ja, sehr genau. Richtig, richtig falsch. Ich bin nicht verwirrt. Ist das richtig, richtig falsch jetzt von mir richtig gewesen oder war das auch richtig, richtig falsch? Genau, falsch. War falsch. Richtig, richtig doll falsch. So wie du. Warte mal, warum geht denn das nicht? Wenn ich gerade hoch tue, schaut er schief. Bei dir auch? Das ist doch reine Verblödung. Versteh's nie. Warum setzt der? Ja, dort geht's auf immer. Sehr gut, das ist schlecht drauf heute. Nö. Ich hab da nicht gute Laune. Hab ich wohl nie gemerkt. Bis ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt hab. Nein, da hatte ich auch gute Laune. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Hast du Holz mit? Nö, war. Nö. Dachte ich mir. Holz wird nicht bei mir benötigt, also nehme ich es auch nicht mit. Ja, man ist ja gut. Ist ja gut. Bleib doch mal locker. Man muss ja ein bisschen Blatt sparen. Klaue ich mir halt hier ein Holzstück. Nein. Scheiße. Nein, Holz. Ja, ich bin klar, dass du keine Scheiße verbaust. Na, so klar ist das auch nie immer. Ja, aber das muss nicht sein. Oh, neues Achievement. Ich habe eine Workbench gebaut. Ich bin so glücklich. Ja, irgendwie mit jedem Update oder sowas kriegst du... Mit jedem Update? Ich weiß, wie lange das hätte Update her ist. Ja, seit wann hast denn du... wann hast denn du das letzte Mal eine Workbench gebaut? Hat das jetzt mit meinem neuen Betriebssystem was zu tun? Ich weiß es nie. Das könnte auch sein. Aber eigentlich merkt er sich das doch. Naja, denkst du. Hat man ja vorhin bei Minecraft gesehen. Ja, das hat ja einen anderen Grund gehabt. Falsche Grafikkarte genommen. Ja, aber das hätte er sich ja auch merken können. Hätte, Hühnerkette. Warum soll er sich da sowas merken wie... Auswanner! Was, Austern? Arnasch Nina Wutzni! Hast du schon mal Austern gegessen? Ja. Wie schmecken die? Wasser, Meer, also kannst du fast noch. Also es wird schon einen Unterschied geben zu Jakobsmuscheln oder wie die hießen. Aber im Endeffekt... Na, die Jakobsmuschel ist ja der dieser Pilgerweg. Also das Zeichen für den Jakobsweg. Aha. Ja. Damen und Herren, heute Bibel-TV. Hi, Chloe. Ich könnte dir jetzt sogar... Ich glaube, habe ich die da? Oh, nee, komm. Ja, ich habe sogar eine da. Obwohl Schön. Ich überhaupt nicht gläubig bin, aber ich habe keine... Ich habe eine da. Frag mich jetzt auch nicht, warum. So, also die Brücke sieht oben hier. Von da hinten bis hier vorne ist sie durch. Fertig. Um das Thema zu wechseln. Und jetzt geht's hier weiter. Ja, schön. Jetzt muss ich mir das gerade erstmal umdenken. Zack. Ich habe eine andere Idee. Wo drei Klack? Klack. Das könnte das Aufbausystem drastisch verbessern. Was, einfach schlafen wie auf Arbeit?
Das stimmt doch nicht, wir schlafen nicht. Deswegen ist er heute so gut nämlich drauf, weil er so ausgeschlafen ist. Nein. Wir schlafen nicht auf Arbeit.